Alle Lebewesen nehmen nicht nur Licht auf, sondern geben es auch ab. Es handelt sich um ein biologisches Kommunikationssystem, das mit Lichtgeschwindigkeit funktioniert. Gemeint ist das Biophotonenfeld. Aber was machen die Biophotonen in unserem Körper? Und inwieweit sind sie in der Lage, biochemische Reaktionen zu hemmen oder zu beschleunigen und uns damit vor schädlichen Frequenzen und Strahlungen zu schützen? Diesen Fragen gehen wir nach. Das Geheimnis der Biophotonenergie, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Walter Rieske. Hallo Peggy. Entwickler von Genesis Pro Life. Mhm. Und Frank Schlachter, du bist Coach und Energetiker, ja. Ist richtig gesagt. Ja, schön, dass ihr da seid zu diesem spannenden Thema. Wir haben uns ja schon mehrmals jetzt gesehen, ne? Mhm. Und wir haben ja schon so oft darüber gesprochen, inwieweit wirklich Elektrosmog und schädliche Einflüsse wirklich auf den physischen Körper, wie sie wirken und wie es auch messbar ist oder nachgewiesen werden kann, ja. Aber nur im Grobstofflichen, auf dem Körper. Und heute geht es letztendlich darum, was es im Feinstofflichen mit uns macht. Und ja, welche Fragen da natürlich aufkommen und die jetzt beantwortet werden wollen. Deine Produkte, du nennst es ja Biophotonenprodukte, kann man das so sagen? Mhm. Magst du uns kurz erklären, wie da die Zusammenhänge sind, was das Feld ist? Und Gern. Schieß los. Okay, ja, ich freue mich bei dir zu sein, das vorweg eben auch. Biophotonentechnologie oder Energie, nutze ich in der Ursprünglichkeit der altgriechischen Worte. Bios heißt ja Leben und Photon Licht. Also es ist eine Lebenslichtenergie. Und du hast es richtig angekündigt. Die Photonen sind in der Zellkommunikation, Kommunikation der Zelle mit der DNA, wo ganz viele Werte abgespeichert sind. Unter anderem die sogenannte göttliche Blaupause. Der perfekte Plan, Bauplan der Zelle ist dort hinterlegt. Die Photonenenergie ist elementar für die Kommunikation zwischen Zelle und DNA und auch für andere Abläufe im Organismus. Darüber hinausgehend ist es eben so, dass wir elektrisch funktionieren mit ganz schwachen Strömen und die Umwelt hat immer mehr elektrische Energiefelder für uns parat. So die Freuden des Alltags mit WLAN, mit Computern, mit Bluetooth, mit Alexa, mach mal und all diesen Dingen. Und das greift natürlich auch in unser System ein, das mit ganz feinen Strömen eben arbeitet. Und ja, es geht im Grunde genommen darum, diese befremdlich wirkende Energie, die Stress erzeugt. Also wir wissen ja die Auswirkungen von technischen Strahlungsfeldern. Das ist ja nicht mehr zu verleugnen, dass eben bis hin zu Förderung von Geschwüren durch viel Handy-Telefonieren, dass solche Dinge eben Ergebnis sein können. Dass also ganz, ganz viele ungünstige Dinge passieren können, wenn wir dieser Strahlung ausgesetzt sind und vielleicht anderweitig ohnehin Schwachstellen haben, dann kommt das noch mit dazu. Ja. Also das heißt, die Biophotonen sind zuständig für den Wachstum unserer Zellen, auch für die Formbildung. Und sobald diese schädlichen Frequenzen auf uns einprasseln, so sage ich jetzt mal, können wir kein Licht mehr abgeben. Oder da ist im Grunde, mutieren die dann oder können sich nicht mehr untereinander. Es sind zwei Dinge. Also einmal ist es so, dass diese Photonenenergie eben auch verantwortlich ist bei der Reproduktion der Zellen. Also Zellen sterben ab, neue bilden sich, dass die Reproduktion ordentlich funktioniert, dass diese Daten gut weitergegeben werden können. Und wenn es da nicht richtig funktioniert, dann können eben Zellmutationen das Ergebnis sein oder Zellen, die einfach nicht die Leistungsfähigkeit haben, wie wir sie uns wünschen. Und bei einer Zelle ist das noch kein Drama. Aber in jedem Augenblick sterben viele, viele Zellen ab und neue bilden sich. Und Millionen. Und die Organe bestehen eben aus Millionen von Zellen. Und wenn immer mehr leistungsschwache Zellen praktisch ausgetauscht werden, also eine leistungsstärkere Zelle verabschiedet sich und das, was nachkommt, ist nicht wieder frisch und richtig eine richtig
optimale Zelle, sondern sie weicht immer mehr vom Optimum ab und wird immer schwächer, dann wird irgendwann natürlich auch das ganze Organ schwächer. Und das Orchester der Organe ist der Organismus. Mhm. Und das reduziert unsere Leistungsfähigkeit dann insgesamt. Das sind dann auch Symptome, die äußert sich durch, wie nenne ich das, Energielosigkeit, sich schlapp fühlen letztendlich, ne? Schlaflosigkeit. Also im Grunde ist das wie so ein Stillstand. Der Körper kommt in so einen Stillstand und funktioniert nicht mehr. Ja, es geht auch in Richtung Burnout, immer mehr Zellen nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, nicht mehr genügend ATP, Adenosintriphosphat, also Energie herstellen können. Und das ist ein schleichender Prozess und irgendwann merkt man dann, ja, irgendwie, man hat nicht mehr so viel Potenzial übrig. Hm. Und in diesen Bereichen können wir präventiv einiges machen und sogar auch Dinge umkehren. Das ist also, dass man die Zellkommunikation wieder auf 100% bringen kann und die Zellen, die sich dann reproduzieren, sind perfekte Zellen, die eine Leistungsfähigkeit reinbringen, ja, wie wir sie eigentlich kaum noch kennen in der heutigen Zeit. Und wenn diese Prozesse über längere Zeiten dann so erfolgen, dann gewinnt man immer mehr an Leistungsfähigkeit. Und das Schöne ist, das ist eben ein Zurückdrehen der biologischen Uhr, weil das biologische Alter ist doch eigentlich gemessen an der Leistungsfähigkeit. Wie leistungsfähig ist man? Man kann chronologisch 60 oder 70 sein, kann aber fit sein wie mit 45 oder 50. Und das ist so das biologische Alter letztendlich. Mhm. Dass wir damit, wo wir die Uhren zurückdrehen können. Das erklärt ja auch, warum wir immer sagen, wir sind Lichtkörper, ne? Weil am Ende sind wir, du als Energetiker, kannst du uns kurz erklären, was du für Wahrnehmung hast oder wie du den gesunden Körper wahrnimmst? So würde ich erstmal anfangen. Strahlend. Einfach strahlend. Ja, das sieht man auch bei dir. Du bist einfach eine Strahlenpersönlichkeit. Du sprühst vor Energie. Das ist jemand, der sich sehr viel Gesundheit in seinem Kern behalten hat und der das auch nach außen ausstrahlt. Ja, wir sind Wesen, die ganze Zeit eigentlich einen Biophotonenaustausch haben. Wir nehmen Licht auf, wir verwenden das und wir geben es auch nach außen weiter. Gibt das jeder weiter oder gibt es auch Menschen, die behalten? Also in dem Moment, wo ich im Mangel bin, gebe ich die doch eigentlich gar nicht mehr weiter, weil ich gar keine mehr habe, oder? Ja, in bestimmten psychischen Konstitutionen fällt das dann schwer, dass dann noch ein Austausch stattfindet, ja. Okay, das heißt, wir sind letztendlich Lichtwesen, ja, wie man so sagt, im Feinstofflichen. Kannst du uns, also du nimmst ja Dinge wahr, die andere nicht sehen. Ne? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du mich jetzt wahrnimmst, kannst du die Aura lesen oder wie müssen wir uns das vorstellen, wie du die Leute siehst? Ja, also bei besonders starken Menschen, da sieht man schon das Energiefeld, ja, das ist ganz klar. Ich empfinde sehr viel dann. Ich empfinde dann Freude, Glück. Wenn ich solche Menschen sehe, wenn ich sie treffe, wenn sie im Arm halten, es kommt Wärme, Hitze, Energie dazu. Es ist eher eine Wahrnehmung als ein Sehen. Sehen ist eine Dimension, das Wahrnehmen läuft über ganz viele Kanäle und ist für mich dadurch auch ein wenig wertvoller. Wir hatten ja eben das angesprochen, es gibt ja diese schädlichen Einflüsse von außen, denen wir ja mittlerweile jeden Tag auch ausgesetzt sind. Was passiert da im Feinstofflichen? Kannst du uns das erklären, wie sich das für dich darstellt? Das ist eine totale Degeneration der Form. Über die Magnetfelder wird alles Wissen und alle Konstrukte im Universum gespeichert. Fällt der Körper durch äußere Einflüsse, sage ich mal, in seiner Energiepegel nach unten, ist nicht mehr die gleiche Form da, nicht mehr das gleiche Magnetfeld, nicht mehr die gleiche Stärke. Und dann fällt das, es wird schwammig, man wird unklar, man wird energielos, die Menschen sind dann oft betrübt, kämpfen vielleicht mit einer kleinen Depression und das äußert sich dann ganz deutlich. Also ich habe Kollegen, die arbeiten nur noch erstmal mit Elektrosmog, die müssen nur erstmal die Elektrosmog-Belastung von Menschen, weil die sagen, das ist so prägnant, wenn ich da hinschaue, kann ich 90% der Leute dort abholen. Kannst du das wahrnehmen, was die Elektrosmogbelastung ist oder braucht man da auch wieder Messgeräte? Ja, also ich meine, das ist natürlich sehr intuitiv dann, diese Wahrnehmung und sehr
subjektiv irgendwo auch. Also es hilft natürlich, ich finde es immer ganz gut, wenn man alles Mögliche probiert. Ja? Wenn man wissenschaftliche Messgeräte benutzt und auch aber das mit seiner Intuition auch abgleicht. Ja? Dann hast du ja auch irgendeinen Doppelcheck und hast ja auch die Sicherheit dann, okay, meine Wahrnehmung ist sehr gut und das hilft dann auch. Ja. Also im Grunde kann man ja davon ausgehen, dass wir alle schwerst belastet sind. So ja. oder so. Alle, die hier unter ja. uns in den Breitengraden leben, sind eigentlich belastet. Und die sind eigentlich, ist die Eigenverantwortung letztendlich. Und man sollte einfach da was tun und sich darüber informieren, was da wirklich im Tiefen, was man ja letztendlich auch nicht merkt, ist ja ein schleichender Prozess. Ne? Man denkt ja, man ist immer noch fit, aber in Wirklichkeit ist man schon degenerativ unterwegs. Ja? Ja. Jeder von uns hat die Verantwortung für sich selbst, sich zu informieren. Und für sich selbst die Maßnahmen zu treffen, ja. Was mich jetzt interessiert ist, die Produkte von dir, ne, von Genesis Pro Life, ja. Jetzt muss ich jetzt ganz doof fragen, aber prägt ihr oder wie auch immer, ist da die Frequenz von den Biophotonen drauf? Habe ich das richtig verstanden? Kann man das so sagen? Naja, es ist eine Energie, die das Leben unterstützt. Bios für Leben, Photon für Licht, Lebenslichtenergie frei übersetzt. Und es ist eine Energie, die immer das Leben und die Lebendigkeit unterstützt. Und das Erfreuliche ist, dass wir die vielfältig vorhandenen Energiequellen des Alltags, die uns ja auch einen gewissen Komfort mitbringen, oder ja, die Kiddies, die sitzen am Laptop, laden sich einen Film runter oder irgendwas. Das geht ja mit 10, 12 Jahren schon los heute. Wenn ein Kind mit 10 Jahren kein Handy hat, dann wird es ja schon gemobbt unter Umständen. Ja, ist, ne? Ja, ja. Das Erfreuliche ist, dass wir mit dieser Technologie die vorhandenen, ich will das jetzt gar nicht so verteufeln, diese vorhandenen Energiemengen in der Qualität verändern können, sodass die Auswirkung auf biologische Systeme sogar eine positive wird. Also wenn man jetzt unter Harmonisieren versteht, ich kann das Handy so optimieren, dass es mir nichts mehr tut, die Strahlung. Wenn man das als Harmonisieren betrachtet, dann gehen wir weiter. Wir verändern die Energie vom Handy so, dass es ein Wellnessgerät wird, dass es eine Tankstelle für Lebensenergie wird, dass jedes Organ von diesem Energiefeld profitieren kann. Die heilvollen Frequenzen, die eben aufmoduliert werden, verändern die Qualität dieser Energie so, dass sie biokompatibel wird. Das heißt, wir nutzen den Mist, ja. um neu zu sehen, ne? Um zu genau. düngen und so. Das war super. Der Landwirt nutzt den Mist auch, um wieder was wachsen zu lassen. Und hier ist es eben auch so, dass es lebensunterstützende Energiefelder werden. Kannst du das bestätigen? Also du bist ja heute auch hier, weil du kamst ja zu Walter über, ich weiß nicht, was für ein Zufall, aber du hattest ja mit den Produkten nie was zu tun gehabt vorher, ne? Nee. Erzähl doch am mal. Hut, ne? Ich wollte es auch gar nicht haben, ich habe es angeboten bekommen. Ich habe mich aber davon ferngehalten. Erzähl mal bitte, wie deine Erstreaktion war und was du wahrgenommen hast, ohne zu wissen, was da drauf ist oder was der Walter macht oder ne? Das habe ich auch so gemacht. Ich habe mich überhaupt gar nicht informiert. Habe gesagt, wenn ich einen Test mache, dann mache ich einen völligen Blindtest. Das heißt, ich informiere mich gar nicht. Ich hänge mir das Amulett um, habe es erstmal hingelegt und habe es angeschaut und habe dann einfach gar nichts groß empfunden. Aber als ich mir umgehängt habe, hat 4 bis 6 Wochen, würde ich sagen, meine ganze Herzregion war immer in Bewegung. Da ist immer etwas gegangen. Ich hatte Reflexe in der Hüfte, ein Surren in der Hüfte. Das habe ich auch bei anderen Leuten dann festgestellt, dass das eine der ersten Zeichen ist. Ich denke mal, dass die Meridiane da in den Hüften, wo die öfters mal, sage ich mal, abgeknickt sind oder, sage ich mal, nicht so ganz gut laufen, die Energien, die durch die Hüfte gut laufen, weil viele da auch Blockaden haben. Und so hast du immer wieder Reflexe in deinem Körper gespürt, bist abends da gelegen, hast dich vielleicht auch mal drauf konzentriert und dann plötzlich kam ein ganzes Zucken durch den Körper. Dein Körper plötzlich gezuckt, ja, und dann denke ich, was ist denn da los? Ne? Und so ging das weiter und mit den Produkten konnte man dann wirklich spielen und ich habe es dann auch anderen Leuten gegeben und habe dann geschaut, wie die reagieren, habe da Blindstudien, also ich habe ihnen nichts gesagt, dass ich das eingesteckt habe, einen Photonengenerator, und ich habe das auch mal bewusst gemacht, ich habe das auf die verschiedensten Arten, ich habe alles ausprobiert, alles durchgespielt und also die Ergebnisse sind eigentlich grundsätzlich immer die gleichen. Aber es ist ein Prozess, der sich da, wie kann ich das beschreiben? Ist das eher so, dass man, du hast es jetzt recht schnell gemerkt, aber andere vielleicht merken ja gar nichts und doch läuft da dieser Prozess und ist der denn so, kann der auch so langsam verlaufen, dass man gar nicht so viel merkt, dass die Leute vielleicht denken, oh, bei mir passiert da gar nichts? Das ist sogar sehr oft so.
Leute, die, sage ich mal, sich gar nicht so bewusst sind, wie schlecht es ihnen eigentlich schon geht, die werden ganz langsam angehoben. Es geht erst auf die Schwachstellen los und die werden gestärkt. Und das merkst du nicht so am Anfang. Und dann geht das ganz langsam hoch. Und dann, vorgestern habe ich jemanden getroffen, absichtlich, um da hier auch das noch zu sagen, was ich da ein Feedback bekommen habe. Sie hat mir gesagt, ja, mir geht es eigentlich jeden Tag ein kleines Stück besser. Mhm. Und sie sah auch einfach wirklich jünger und strahlender aus. Das ist jemand, der hat einen Laden mit, sage ich mal, auch vielen Büchern aus der Esoterik und so. Und das Publikum ist ja auch nicht gerade, sage ich mal, unbelastet, das da herkommt und lädt auch gut ab, gerade an Weihnachten. Und die war total erholt. Die war total erholt. Mhm. Es war wirklich, sie hat sie auch gesagt, sie fühlt sich gut, sie fühlt sich stark, sie fühlt sich klarer, sie fühlt sich gefestigt in ihrem Körper auch. Und das höre ich immer wieder. Wir sprechen ja immer von schädlichen Frequenzen und so. Ne? Wenn man das Wort schon hört, da zuckt man schon eigentlich zusammen. Ja? Ja. Aber du hast gerade das Wort anheben angesprochen und das finde ich total spannend. Walter, inwieweit kannst du bezeugen und bestätigen, ja, sage ich jetzt mal, dass diese Produkte dich wirklich auf eine höhere Frequenz anheben und eigentlich immer mehr in die Schwingung bringen, die wir wirklich als Lichtwesen sind? Ist das das, was da passiert? Ja, genau. Also es ist so, dass mit dieser Technologie die körpereigenen energetischen Systeme regeneriert und repariert werden, sodass wir in der Lage sind, immer höhere Schwingungen zu integrieren in uns. Und das bedeutet, dass wir immer mehr Lebendigkeit wieder in uns tragen. Und das macht es aus. Und diese Schwingungsanhebung, da gibt es die Christina von Dreien, die sicherlich viele kennen, hat in einer Sendung eben auch beschrieben, dass allein diese Schwingungsanhebung Verjüngung bedeutet. Und du kannst zum Beispiel die Lebensenergiewerte, die Lebensvitalenergiewerte, Bovis-Werte sehr schnell testen und die gehen in Bereiche, die völlig unüblich sind. Also ich habe von einem Bekannten in der Schweiz, Naturarzt, der hat die Technologie in seinem Haus eingesetzt und ich habe gesagt, kannst du Bovis-Werte messen, miss die mal. Ich hoffe, du kannst sie auch hoch genug messen. Und er sagt, ja, er hat so eine Skala vor 20 Jahren schon bekommen, wo sogar eine so eine Spalte unendlich mit dabei ist. Und seine ganze Wohnung ist auf unendlich gegangen in der Schwingung. Heißt das, dass es auch abhängig ist von dem Bewusstsein des Trägers? Also Trägers im Sinne von Personen. Also wenn du das jetzt nimmst, ja, dass egal wo du bist, aber das ist entscheidend, weil du meintest gerade, ich kann damit spielen. Also man muss ja auch schon mal ein bisschen frei sein, um überhaupt das Wort spielen zu verwenden. Ne? Wenn wir anfangen, uns als Schöpfer bewusst zu werden dessen, ist es wirklich abhängig von der Frequenz, wo ein Mensch steht, wie es wirkt und wie man es nutzen kann. Es ist sogar von dem Moment abhängig, in welcher Kraft du stehst. Also ich habe da unterschiedliche, bei mir selber auch Ergebnisse feststellen können. Zwar grundsätzlich die gleichen, aber war ich besonders gut drauf, dann konnte ich da schon richtig, richtig mitspielen. Ne? Dann sind wirklich da Erfolge aufgetreten und hat sofort Ergebnisse gegeben, die waren schon richtig stark. Nenn mal ein Beispiel bitte, ich bin jetzt neugierig. Okay, das ist eine etwas wilde Sache, macht aber nichts. Ich habe 100 Kilometer Fahrtweg, zweimal in der Woche. Ist immer dieselbe Strecke. Und ich habe vom Walter dann einen K-Generator zum Testen bekommen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt fangen wir mal an. Ich weiß ja genau, was ich verbrauche, wie viele Kilometer ich fahre. Ich habe das Wetter dort, das ist bei uns im Hochrhein, ist es oft hochnebelig, dann lagen noch die Wolken drüber. Ich hatte einen super starken Tag, war gut drauf, wollte zu meinem Sohn hochfahren in die Alpen. Und dann dachte ich, okay, drei Schichten, Hochnebel, Wolken, Chemtrails. Naja, probieren wir es mal. Ne? War mein erster Versuch. Dann habe ich mich mit der Sache verbunden, habe gesagt, okay, wir dehnen das Feld aus bis in die höchsten Regionen der Atmosphäre, und um alle Belastungen da zu ergreifen. Und dann bin ich, nach 30 Kilometer kommt der erste Schnellen, habe ich hinter mir geschaut, da denke ich, es lockert auf, das gibt's doch noch nicht. Dann bin ich an Zürich vorbeigefahren und dann habe ich gedacht, das ist ja nicht normal, das war alles blau hinter mir. Und dann habe ich die ganze Zeit, habe ich mit meinem Auto praktisch die Wolken weggeschoben. Das klingt schon... Ziemlich abgehoben, ja. Mhm. Ich habe es aber 5-mal inzwischen gemacht und es ist 5-mal passiert. Also 4-mal ganz klar. Du kannst, wenn du dir des Feldes bewusst bist, in dem du dann bist, kannst du es erweitern nach Belieben. Klar. Es unterstützt dich dann in deiner Absicht, soweit die Absicht eben positiv, lebensunterstützend ist.
Passiert dann eine Interaktion, ja. Na, du hast gerade das Wort Chemtrails erwähnt. Ich finde, das haben wir eigentlich sonst selten. Ja? Mhm. Inwieweit sind die Produkte nicht nur für Frequenzen, sondern auch wirklich für chemische Mistprodukte, die wir in uns aufnehmen, gut? Also was ich festgestellt habe, ist einfach alles, was in dieses Feld reinkommt. Ja, ich rede jetzt mal von dem Feld, von dem Biophotonenfeld. Was du dann bist letztendlich, wenn du Dass wir alle auch grundsätzlich um uns rum haben. Was wir auch von Natur aus sind. Die ganze das ganze Universum macht ja nichts anderes als Toren, also Torusse generieren. Ja, alles hat diesen Torus um sich rum. Und das wird unheimlich gestärkt natürlich. Ne? Das läuft in verschiedenen Ebenen. Das ist dreifach, habe ich beim Walter festgestellt. Es gibt eine Ebene, wo diese Teilchen absichtslos schwimmen und eigentlich gar nicht viel machen. Dann gehen sie in eine zweite Umgebung, wo sie in festen Bahnen laufen. Und dann erfüllen sie außen den ganzen Torus und sind frei. Und das sind sie auch durchaus das sind sie aufnehmbar. Ja? Das heißt, je größer der Torus eigentlich ist, desto größer ist der Bereich, wo diese Biophotonen aufgenommen werden können und wirken können. Das heißt, ich brauche einen Zustand, wo ich sowieso erstmal offen bin dafür? Also, dass ich bereit bin, mich dem zu öffnen? Ich das? Braucht es nicht, aber hilft. Also das heißt, wenn ich noch skeptisch bin und sage, ich probiere deine Produkte, hat das keinen Einfluss darauf, ob es bei mir wirkt oder nicht? Es wird wirken, aber es könnte mehr wirken, wenn du dich positiv öffnest und sagst, okay, ich freue mich jetzt auf die Energie, unterstütze mich jetzt bitte, gib Gas und dann geht es auch in die Richtung. Und das ist auch, um auf deine Frage von vorhin nochmal einzugehen, es stellt sich auf die Person ein. Also jeder ist ja unterschiedlich, und wenn jemand das Amulett erwirbt, der eben in dem Moment noch nicht so sehr viel Energie vertragen würde, dann bekommt er das, was für ihn gut verträglich ist. Es kann am Anfang ein bisschen rütteln, also wie in der Homöopathie, eine Erstreaktion auch kommen. Es ist nicht alles lila Welt und jetzt ist alles super. Entgiftung wird unterstützt. In tiefste Ebenen. Bei dem Stichwort. Okay, das ist immer gut. Selbst bei Therapeuten, deren zweiter Vorname Entgiftung ist, wird noch festgestellt, ja, Urin fängt wieder an zu riechen oder man schwitzt mehr oder irgendwas. Also es geht in Bereiche, es geht immer weiter rein. Und man wird aber dort abgeholt, wo man gerade steht. Es kann mal anstrengend werden, es kann jedoch niemals überfordern. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, man darf das Amulett auch mal ablegen, wenn man sagt, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte jetzt nicht so viel. Oder da dürfte auch den Generator aus der Steckdose rausziehen, wenn man jetzt das Gefühl hätte, das ist jetzt ein bisschen dolle für mich. Hm. Ich habe da eine Therapeutin in Berlin, die energetisch arbeitet, die hat den Generator am Anfang 1-2 Stunden nur stecken lassen, weil ihr das zu viel wurde in der Praxis. Das war vor 1,5 Jahren. Inzwischen hat sie in der Praxis einen Generator und, das ist in einem Haus, in der Wohnung, einen zweiten Generator. Was meinst du mit, was hat sie gesagt mit zu viel? Was genau hat sie da wahrgenommen? Also ihr war das einfach subjektiv zu viel in dem Moment, zu viel Energie, weil sie eben ganz feinfühlig ist und hat die Energie gespürt, ganz stark gespürt und hat gesagt, boah, das bringt mich jetzt ein bisschen durcheinander. Kenne ich so nicht. Ich reduziere jetzt erstmal. Es gibt auch andere, die sagen, jetzt Vollgas und also. Was passiert denn da im Feinstofflichen, wenn jemand diese Wahrnehmung hat? Weil wir sind ja eigentlich energetische Wesen, und wenn wir dann zu viel Energie, gibt es da noch Widerstände? Was passiert da in so einem Moment? Ja, ich denke schon, dass es Widerstände sind, so eine eigene Größe anzunehmen, auch zum Teil. Ja, in die Richtung. Du musst dir einsehen, was ja der Unterschied ist zu den vielen anderen Produkten, die ich gesehen und probiert habe und getestet habe. Es scheint eine Art, der Walter scheint da eine Art Prinzip erkannt zu haben und nicht verändert zu haben. Weil es wirkt ja auf alles. Es wirkt ja auch auf Maschinen. Aber was nicht nur das Wetter hat sich verändert, ich fahre mehr Kilometer und ich verbrauche weniger Benzin. Was meinst du mit Prinzip? Eine Art Gesetzmäßigkeit oder eine Formel oder eine Das ist so schwierig. Das ist mehr Philosophie als Wissenschaft oder. Okay, bleiben wir bei Prinzip. Vielleicht. Es unterstützt das Lebensprinzip grundsätzlich. Okay. Ja, es wirkt da grundsätzlich unterstützend. Es wirkt auf alles positiv, was in diesem Feld ist.
Es gibt keine Begrenzung. Das heißt, wenn ich jetzt das trage und irgendwann, nehmen wir mal an, ich habe das jetzt getragen und bin jetzt so in meiner Kraft und bin in meinem optimalen Zustand, dann bin ich sozusagen wie das Produkt selbst, dann bin ich das Produkt selbst, so kann man es doch sagen. Oder gibt es dann immer noch eine Steigerung, dass ich mich immer weiterentwickle, oder kann ich es irgendwann wegleben und bleib dann auf der Ebene und bin selbst der Generator? Das ist auch ein Prinzip, im Leben geht es immer weiter, es gibt immer noch Steigerungsmöglichkeiten, okay. Es gibt immer noch einen Aufstieg, da, wo du in einen ganz anderen Bereich reinkommst. Das hört nie auf. Aber es ist wirklich so, wie du gesagt hast, es läuft. Dieses Prinzip scheint einfach unverändert zu sein. Und vielleicht, ich sage es einfach mal, es scheint aus der Quelle zu kommen. Weil es ist universell, was ich jetzt gesehen habe, es ist universell einsetzbar. Es wirkt auf alles. Und dadurch ist es einfach abzuheben von vielen anderen Produkten, die auf dem Markt sind, die einfach, ja, wir können hier das und das machen und wir machen das und das und dann wird alles besser. Nein, es wirkt auf alles. Wenn ich jetzt wirklich mal das Thema, also ich bin selbst auch jemand, ich probiere wirklich immer alles gerne aus. Und irgendwann gab es bei mir wie ein Burnout beim Ausprobieren. Ja? Und ich habe gemerkt, ich war so verunsichert plötzlich. Das ist ja so, wenn du von einem Therapeuten zum anderen rennst, dann machst du da eine Ablösung, da eine Auflösung, dort eine Karma-Ablösung. Ja, genau. Und irgendwann ist es so, als würdest du überhaupt kein, was ist denn jetzt mein nicht mehr du sein, selbst jeder sein. Guckt in dein Feld. Irgendwann kriegst du, das ist wirklich, hat mit einem spirituellen Burnout zu tun. Und so nenne ich es jetzt mal. Du bist dann so verunsichert, dass du noch nicht mal mehr deiner Wahrnehmung traust. Was ist denn jetzt gut für mich? Ist das überhaupt gut? Woher kommen diese Ängste? Gibt es Produkte, die auch Ängste schüren und stärker machen, ohne dass das bewusst so gewollt ist? Ah, es hat auch was mit der psychischen Konstitution zu tun. Bist du stabil in dir selbst und kannst deiner Wahrnehmung trauen? Na, nicht immer. Dann passiert das ja auch nicht. Ne? Hm. Und dann gehst du ja auch nicht unbedingt zum Therapeuten. Du gehst ja eher an den Situationen, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, was kann ich denn alles machen? Richtig, genau. Und dann geht das ja los. Worauf müsste ich denn jetzt achten, um das Richtige für mich, also man könnte jetzt auch sagen, eigentlich ist auf einer, laut Resonanzgesetz immer das Richtige, was jetzt auf mich zukommt, aber ist es das wirklich? Auch wenn es das Falsche ist, ist das richtig in dem Augenblick, ja. Es hört sich sehr paradox an, aber es kann dir nichts anderes begegnen in dem Augenblick, als das, was wirklich dazugehört, ja. Was wirklich als Außen, das Außen spiegelt dich ja auch selber wieder. Das heißt, mit mehr Klarheit kommt mehr Klarheit auf dich zu. Mit mehr Freude kommt mehr Freude auf dich zu. Mit mehr Positivität kommt die Welt auch wieder positiv auf dich zu. Das heißt, wenn ich nur das Amulett trage, bin ich schon in der Veränderung. Also ich bin dann durchweg in einem Prozess, wo ich eigentlich unbewusst mich entwickle, richtig? Und trotzdem können Schübe kommen von emotionaler Unausgewogenheit, von Wut. Vielleicht auch dieser Beschleuniger, dass genau dann erst richtig die Prozesse loslaufen und du da nochmal richtig durchgeschleudert wirst über einen längeren Zeitraum? Oder dass es schneller geht einfach? In den Anfangsphasen kann das durchaus passieren, ja. Dass da wirklich auch Sachen sich rausvibrieren. Und das sind ja Emotionen oft, die gespeichert werden, gerade auch in den Organen. Und dann fangen die an, sich zu bewegen und zu vibrieren und dann geht man aus sich heraus. Mhm. Ja. Du bist dann nicht mehr bei dir und hast dann diese Emotionen, aber das geht dann auch vorbei. Und viele Menschen sagen, es ist komisch, ich kann das jetzt alles auch noch beobachten ein bisschen. Bin nicht mehr so involviert. Sind viele Therapeuten, Heilpraktiker, also viele, die am Menschen selbst zum Wohle aller tätig sind, wenn die sozusagen das Produkt oder eins seiner Produkte nutzen, kann man das wirklich als Kanal nutzen, dass die Heilung schneller, dass das beschleunigt, dass das wirklich zum Vorteil genutzt wird? Was geschieht ist, sie erreichen viel schneller noch bessere Ergebnisse und es ist viel müheloser für sie selbst. Also die Anstrengung für den Therapeuten selbst geht total runter. Also da gibt es Extrembeispiele, will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, andeutungsweise, dass praktisch diese Energie dann das erledigt hat für den Therapeuten. Er hat es im Prinzip aktiviert, mach jetzt mal das und das und das für den Patienten und es ist geschehen. Also es ist dann in diese Richtung gegangen. Dann würde es doch auch wirklich zum Vorteil sein, wenn man zum Beispiel so einen Generator in Krankenhäusern oder Gefängnissen oder so, wenn man das da anbringen würde. Was könnte das für Ausmaße annehmen? Was könnte das für Auswirkungen haben, wenn ich das jetzt mal so ins Feld werfe? Ja, es gab ja da mal eine Geschichte aus Russland. Die haben ja da
in den letzten Jahrzehnten oder sagen wir mal im zweiten Teil des letzten Jahrhunderts ganz viele Pyramiden gebaut. Die haben dort Steine gelagert und diese Steine haben sie dann rausgenommen und haben Gefängniszellen draus gemacht. Und nach wenigen Jahren war jeder, und das waren sehr, sehr schwere Fälle, langjährige Insassen, sogar Psychopathen, die waren alle draußen nach wenigen Jahren. Die waren geheilt durch die Schwingung dort. Das heißt, die Steine, aus denen das Gefängnis gemacht worden sind, waren energetisiert und das hat eine so starke Wirkung, dass die praktisch resozialisiert worden sind. Dass sie erkannt haben, was da schief läuft und das ist belegt. Würden wir viele Kosten sparen. Ja. Und viel Mühe. Aber es muss nicht wirklich, also ich bei manchen Produkten das Gefühl habe, dass es übergriffig ist, dass es, wenn ich jetzt jemanden nicht informiere, ne, und zum Beispiel in einem Hotel irgendwo was reinmache und das ganze Hotel im Grunde automatisch dann mit dieser Energie versorgt ist, inwieweit ich da übergriffig bin für andere. In meinem eigenen Haus kann ich das ja machen oder an mir und wer mit mir zu tun hat, geht mit mir auf Resonanz oder stößt ihn ab. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du anschneidest. Genesis ProLife arbeitet generell unter Einhaltung aller kosmischen Gesetze. Das heißt, wenn du im 20-Familienhaus wohnst und steckst den Generator ein, dann können alle mit profitieren, müssen aber nicht. Also du musst auch nicht rumgehen und fragen, ja, ich mache das jetzt, das könnte sich auch positiv auf deine Wohnung auswirken. Nein, die Energie steht jedem Leben frei zur Verfügung, drängt sich jedoch niemals auf. Und wenn auf der Seelenebene das Ganze blockiert wird, in dem Sinne, dass jemand in seiner jetzigen Situation entweder gar nichts oder nur ganz wenig davon haben soll, dann ist es so. Also es ist von höchster Intelligenz gesteuert. Das heißt, wir können nur aufnehmen, was wir bereit sind oder was gerade jetzt dran ist. Also was in Ordnung ist. Oder es kann, im Grunde ist es ja gar nicht mal, dass es gehen darf, sondern wir heben uns dadurch an und dadurch lösen sich die Aspekte, die nicht mit angehoben werden können. Letztendlich ist das richtig. Die tief schwingenden Sachen, die transformieren sich oder verschwinden. Traumatische Sachen können, also alte traumatische Geschichten können an die Oberfläche kommen. Du hast aber eine Kraft, das zu konfrontieren. Du bist so gestärkt, dass du es konfrontieren kannst, gibst nochmal etwas Aufmerksamkeit drauf, okay, registrierst es als Erkenntnis und es ist weg. Es ist komplett weg dann. Ja, du hast gerade gesagt, also es ist ja wie ein Prinzip, was auf alles wirkt. Das heißt, wir sprechen auch von Gegenständen und Motoren und was wir eigentlich als leblos bezeichnen, jetzt sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja, ich habe das früher auch schon mal festgestellt mit einem Produkt, mit dem wir experimentiert haben, dass es ähnliche Wirkungen hatte. Ja, nicht so stark, aber das war auf dem gleichen Weg, sage ich mal, damals. Und das Leben bewegt sich einfach eine Spirale. Entweder bist du in einer Aufwärtsspirale oder in einer Abwärtsspirale. Und eine Abwärtsspirale wird über diese Produkte einfach in meiner Meinung nach und meines Wissens nach gestoppt und wird in die Aufwärtsspirale dann umgedreht. Und das passiert mit allem wirklich, mit Maschinen, mit den Menschen, Pflanzen, mit Tieren. Mein Hund legt sich daneben, jedes Mal. Und der ist jetzt wirklich jemand, der legt sich überall hin, ne? Auch an dem miesesten Platz. Aber er ist immer neben der Tube. Wenn er die Möglichkeit hat, morgens, bevor wir rausgehen, ich mache mich fertig zum Rausgehen mit dem Hund, dann komme ich rein, dann liegt er neben der Tube. Du hattest mir das letzte Mal das ja mitgegeben, ich habe das ja probiert. Und in der Nacht hat mein Hund sich übergeben. Was war das? Waren das Entgiftungserscheinungen? Das war nur ganz kurz, der hat sich übergeben und danach war wieder ging's gut. Besser. Ja. Das heißt, es ist eine Form von Entgiftung, weil Tiere nehmen ja auch unsere Energien auf oder das, was da im Außen, die versuchen uns eigentlich schon zu schützen, wie so ein Generator. Und wenn sie es nicht mehr schaffen, dann... Die nehmen Müll von uns runter. Also sie nehmen uns Last ab, unsere Tiere. Und das hat sich bereinigen dürfen bei deinem Hund. Das heißt, du hast ja auch einen Hund, soweit ich weiß. Ja, ne? Den müssen wir jetzt auch mal huldigen, den Hund, für alle Hundeliebhaber da draußen. Unbedingt. Mein Sternzeichen ist übrigens Hund bei den Chinesen. Ach echt? Bei mir ist es der Tiger. Oh, ja. Machst du das dem Hund ans Halsband oder ist er, weil er mit dir läuft, in deinem Feld? Das heißt, wie weit wirkt das Feld eigentlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Also so wie du bewusstseinstechnisch unterwegs bist, so groß ist das Feld? Kannst du das sehen? Also ich würde das noch nicht generalisieren, aber grundsätzlich als Tendenz sehen, ja. Das ist die Tendenz, dass du mit deinem Bewusstsein diese Felder ausdehnen kannst. Beziehungsweise einfach über Kommunikation auch da arbeiten kannst. Ich habe es auch bei Heilung benutzt und es ist wirklich so wieder
Walter sagt. Es geht sehr viel schneller und ich hatte jemand da, der ist feinfühlig und der wusste, ah, ich fühle mich total verschoben in meinem Körper. Und dann habe ich 5 Minuten diese Tube eingesetzt, maximal, bin 5 Meter zurückgegangen, habe meine Energie noch dahinter gestellt, einfach als, sage ich mal, zusätzlichen Antrieb. Und dann saß die Dame da und hat ihren ganzen Körper, praktisch jedes Gelenk, jeder Wirbel, knack, 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 knack. Das ging 5 Minuten. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also diese, ich nenne es jetzt mal Informationen, kann man doch so sagen, oder? Die da drauf sind, oder was, wie nennt man das? Okay, wie die nennt man es? Die Schwingung oder die Energie. Das Prinzip, ja. Ist unveränderbar, das heißt, wenn es, es kann keiner löschen, es kann keiner wegnehmen, es ist ewig gültig. Also es ist, wenn man einmal so ein Amulett hat, wenn man es runterfällt, geht nicht kaputt. Nein. Man kann es auch nicht mit Chemikalien oder irgendwas, es ist einfach wirklich ewig bestehend. Ja. Es ist die Verknüpfung mit dem Energiefeld der Unendlichkeit und Ewigkeit, mit der Urenergie, aus der alles erschaffen ist. Damit ist es ganz stark verbunden. Das wurde dir irgendwie übermittelt, ne? Also du hattest das... Ja, in einem Channeling habe ich ein Symbol bekommen, das ich als Schöpfungsschlüssel erhalten habe. Und wenn ich das verwende, dann ist, ich verknüpfe die Dinge dann mit diesem Feld, sind die dann verknüpft. Und es gibt so eine Art, eigentlich ist ja Angst da gar nicht mehr drin, weil in der Schwingung kann Angst gar nicht sein. Das heißt, es gibt auch keine Sicherheitsschlüssel oder in irgendeiner Form. Also Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und diese Energie ist auf der anderen Seite unterwegs. Bedingungslose Liebe der Urquelle und diese Dinge wirken damit. Wir sprechen ja von, wir sind ja gerade wirklich als Bewusstsein hier, ne? Nehmen wir mal an, ich sitze am einen Ende des Telefons. Mein Handy ist, ich will es jetzt mal sagen, ja, hat ja so ein Chip drauf oder irgendwas oder wie auch immer, ist in dieser Frequenz. Mhm. Und ich rufe dich an und du hast das nicht. Hat das Auswirkungen vom Sender, was ich sende, aus welcher Frequenz heraus ich sende, dass der das wirklich schon empfängt und das auch schon ein Kanal ist, wo ich jetzt... Ja. Also du wirst den Gesprächspartner in der Energie so anheben, dass es ein langes Telefonat werden könnte. Also die Menschen merken das unbewusst. Es geht, ob über Handy oder über Festnetz telefonieren, dass der Gesprächspartner fühlt sich sehr wohl, wenn du mit ihm sprichst, weil du hebst seine Energie mit an. Das ist unbewusst. Auch wenn du einkaufen gehst oder stehst irgendwo in der Schlange, um dich herum fühlt man sich wohl, weil du die Schwingung anhebst. Also du strahlst diese Lebendigkeit auch um dich herum aus und hebst andere in ihrer Schwingung an und das fühlt sich gut an. Nehmen wir mal an, ich stehe kurz vor einer OP. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die wirklich dann auch irgendwann in die Klinik müssen und operiert werden müssen. Und man sagt ja auch so, wir reden ja auch mal immer nur von schädlichen Frequenzen, aber es gibt auch fremdenergetische Einflüsse, das wissen wir inzwischen alle, die wir nicht sehen, aber die wir wahrnehmen können. Mhm. Und wenn wir bewusstlos sind und Narkose sind, dass da eben auch verschiedene Anhaftungen geschehen können oder irgendwelche Mutationen, die da mit uns passieren. Ne? Würde es Sinn machen, dass man sagt, den Arzt hier, nehmen wir das mal, kann ich das Amulett oder wie auch immer, oder dass dann praktisch meine Frequenz wie gehalten ist, dass das nicht passieren kann? Du hast Schutz, dann deine Schwingung wird hochgehalten, du bist geschützt dadurch vor Fremdenergien und ungünstigen Einflüssen. Ein Generator wäre natürlich genial im fürs Krankenhaus. OP-Raum. Oder fürs ganze Krankenhaus. Ja. Habt ihr da schon mal Experimente gemacht oder habt ihr das schon mal wirklich testen können oder sind die Krankenhäuser, stellen die sich da ein bisschen schwer? Also ich hatte eine OP und habe im Schwesternzimmer, ich war vorher in dem Krankenhaus, das ist 1,5 Jahre her, und ich hatte darum gebeten, dass dieser Generator, ich habe den dann auch verschenkt, dass der eingesteckt bleibt, und die haben das verstanden und haben das gemacht und ja. Gut, also ich kann es eben nicht wahr, also ich kann es nicht sehen, ne? Und ich bin, manchmal merke ich, wie ich selbst noch verhaftet bin in diesem, ich würde es gern glauben, weil wir sind ja immer noch so, wir müssen. Analytische ist ja auch noch da. Ja. Ist ja auch gut. Ist ja auch gut so. Das heißt, die kritisch sind, die immer noch sagen, oh, die Produkte schon wieder, ne? Und was die da alle anbieten und so. Am Ende ist es jedem seine Entscheidung. Wir können eigentlich immer nur drüber reden und aufklären und gucken, ne? Dass wir den Menschen nahelegen, was es alles gibt, selbst wenn wir es nicht sehen. Ja, also muss jeder auf seine eigene Erfahrung gehen. Ich meine, du kannst viel lesen, du kannst vielen Leuten zuhören, du kannst dir viel sagen lassen. Aber schlussendlich bilden doch deine eigenen Erfahrungen dein Maß für das Leben. Du misst ja alles da an deinen Erfahrungen. Wir leben ja eigentlich nicht in einer Raumzeit, sondern Nassim Heimermann hat man so schön gesagt, wir leben eigentlich in einem Raum, der von der Zeit der Erinnerung lebt.
Weil wenn wir nicht wüssten, dass das ein Tisch ist, würden wir ihn nie als Tisch sehen. Richtig. Dann würden wir ihn nur sehen. Ja, als Energie. Was ist denn Krankheit für dich? Ungleichgewicht. Das heißt, da sind wir wieder raus aus der Ordnung. So ein Chaos, kann man Chaos sagen? Chaos muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, weil auch Chaos führt wieder zur Ordnung, schlussendlich. Wenn du jetzt auf einen Sandhaufen Sand draufschüttest, dann passiert vielleicht erstmal gar nichts. Aber irgendwann, und du wirst nicht wissen, wann und wie es dann passiert, wird dieser Sandhaufen sich neu ordnen. Also es ist genauso Chaos wie Ordnung eigentlich im Universum. Das heißt, es geht nicht um richtig und falsch. Es geht nicht darum, ob das mein Produkt oder das. Letztendlich ist das, was in deiner Erfahrungswelt vor dir auftaucht, hat mit dir zu tun. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören, zu fühlen, lernen zu fühlen, was uns gut tut. Weil ich meine, wir haben ja schon uns so dran gewöhnt an das Leid. Ne? Wir wachsen oder sind mit Arbeitskollegen unterwegs in einem Klima, wo wir uns schon so dran gewöhnt haben, was da für eine schlechte Luft ist, ja, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie es ist, wenn es normal ist und wenn es schön ist. Ja, und diese Energiefelder, diese technischen Energiefelder, die gehören ja zum Alltag dazu. Und gerade auf dem Arbeitsplatz, da ist eben auch das WLAN, da stehen vielleicht 5 Computer und jeder hat ein Handy in der Tasche heutzutage. Das ist einfach nicht nur schlechte Luft, sondern diese Energiefelder sind einfach so stark abweichend von unserer eigenen Ordnung, die wir haben, dass es eben stresserzeugend ist. Und bei 5G geht es eben auch darum, es geht nicht nur auf den physischen Körper, sondern es geht auch auf die Energiekörperebenen, Mentalkörperebene, Emotionalkörperebene, auf die Astralkörperebenen. Und du brauchst etwas, was eben auch in diesen Bereichen Ordnungsstrukturen wieder herstellt, damit du dich in dieser Energie sogar wohlfühlen kannst. Habt ihr das schon wirklich an den Orten, wo 5G schon geschaltet ist, probiert alles? Also wir haben Rückmeldungen von Kunden, wo 5G-Masten in der Schweiz ist teilweise so, die werden eben einfach ausgetauscht. Da wird so, ich sag mal, die Gesetzgebung wird ein wenig umgangen. Da ist ein Sender kaputt gegangen und der wird dann, also offiziell kaputt gegangen, der wird dann abgenommen und ein neuer wird da installiert und der ist dann 5G ausgestattet. Ne? Und da haben wir Kundenrückmeldungen, die sich dann im ersten Moment unwohl gefühlt haben und dann gefragt haben, wirkt der Generator nicht mehr richtig? Es ist so, dass dieses neue Energiefeld, wenn du den Generator in der Wohnung hast und ein Mobilfunksender strahlt auf deine Wohnung, dann dauert es 2-3 Tage vielleicht maximal, bis sich die Qualität der Strahlung durch die Rückkopplung mit dem Sender so stark verändert hat, dass es wohltuende Energie wird, die der Mobilfunksender abstrahlt. Und wenn jetzt ein neuer Sender dahin kommt, dann ist es erstmal wieder eine etwas befremdliche Energie. Und wer da feinfühlig ist, der merkt dann, jetzt ist wieder irgendwas nicht so schön, wirkt jetzt der Generator nicht mehr, was ist denn da passiert? Und dann, da war ein Kunde aus der Schweiz, der auch selber Austestungen macht und der sagte, so ganz reicht es jetzt nicht. Ich sage, nee, es reicht, aber es ist bestimmt in der Umgebung was geschehen. Und dann konnte er bestätigen, dass dann ein Sender entweder neu aufgestellt war oder neu ausgestattet worden ist mit etlichen von diesen Sendern eben. Am Ende geht es wirklich immer nur ums Fühlen. Ja, es geht darum, wie wir uns fühlen. Und wenn wir nicht in der Freude sind, dann sind wir gerade nicht im Gleichgewicht. Und weil unser natürlicher Zustand ist ja Freude. Das heißt, man kann es probieren, man sollte es fühlen und sich wirklich da nicht beirren lassen, reinquatschen lassen, sondern wirklich zu gucken, was macht es mit mir und 30 Tage Rückgaberecht, ich meine, ist doch überhaupt nichts hops wie gesprungen, oder? Ich meine, das ist doch, besseres Angebot gibt's doch gar nicht. Also ich kann auch nicht zu Hugendubel gehen, Buch kaufen, durchlesen, sagen, hier hast du wieder, gebe ich zurück. Wo kannst du es noch? Der Inhalt hat mir nicht gefallen. Der Inhalt hat mir nicht gefallen. Das ist im Grunde, und doch ist es immer unser Inhalt, weil sonst wäre das Buch nicht bei uns gelandet, ne? Ja. Ja. Ja, das ist das, was wir als Firma eben anbieten, dass wir sagen, wir haben sowohl auf der Strecke von Studien viel gemacht, um die Menschen, die eben analytisch entscheiden, also die einfach Messwerte haben wollen, um denen entsprechend Messergebnisse präsentieren zu können. Die Menschen, die sagen, okay, was nützt mir ein Messergebnis, wenn ich mich nicht wohlfühle damit? Die haben 30 Tage Rückgaberecht, also alle haben 30 Tage Rückgaberecht. Und wir bekommen auch Geräte zurück,
Also das liegt vielleicht bei 1%. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist oftmals eine Interpretation einer Erstreaktion, die in die verkehrte Richtung geht, möchte ich sagen. Also oder auch in die richtige. Vielleicht ist es eben auch für den noch nicht angesagt, für genau. diesen Menschen, diese okay. Prozesse jetzt zu durchlaufen. Ja. Ne? Was wissen wir schon? Wie auch immer. Und wir erstatten dann direkt das Geld zurück und es ist aus der Welt. Ne? Also ja. Wer wagt, der nicht gewinnt, so ganz nach dem Motto. Ne? Aber wir sind in einer Erfahrungswelt. Das heißt, mit allen Sinnen sollten wir dann doch schon mal ein bisschen bewusster hingucken. Und ich finde, so ein Thema wie heute, das haben wir in der Form, glaube ich, noch in der Tiefe auch noch nie gehabt. Danke, dass du da warst, Frank. Gerne. Ich finde es großartig. Du bringst immer wieder tolle Menschen zu uns. Ja? Und ja, danke. Danke für das, was ihr tut. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo und über Kommentare und Likes. Und ja, ich finde, die Sendung hat mir persönlich eine Menge gegeben. Wir waren auch in einer ganz, ganz besonderen Energie und Stimmung. Vielleicht habt ihr das auch gefühlt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal.